Ich bin heute in Kipfenberg unterwegs und stehe gerade vor der Vamed-Klinik. Bei mir ist heute Eugen Hartleitner, er ist Klinikseelsorger und zeigt uns heute mal die Kapelle des Hauses. Gerne. Die Kapelle ist vor allem für Patienten und ihre Angehörigen gedacht. Warum sind Klinikkapellen denn generell so wichtig? Klinikseelsorge findet ja in der Hauptsache oben auf den Patientenzimmern statt. Und trotzdem braucht es in so einem Haus auch einen Raum, in dem sich die Patienten mit ihren ganzen Sehnsüchten, aber auch mit ihren Sorgen und Nöten wiederfinden können. Und wo sie all das, was sie gerade bewegt, einfach auch vor Gott tragen können. Hier können sie jederzeit herkommen, für sich sein und auch mit Gott sein. Wie wird die Kapelle denn hier genutzt? In erster Linie natürlich für die Gottesdienste. Wir haben 3 die Woche. Sie finden im Wechsel Wortgottesdienst und Eucharistiefeier statt. Dann natürlich auch als Rückzugs- und Gebetsort für die Patienten und Angehörigen. Aber auch einfach als Raum der Stille, in dem man trauern, in dem man hoffen und aber auch auftanken kann. Dann haben wir 3 besondere Gottesdienste im Jahr. Das ist Heiligabend. Das ist das, oder beim Sommerfest und auch das Erntedankfest, da ist dann immer die rückwärtige Wand geöffnet und der ganze Vorraum oder die Eingangshalle ist dann als Kapelle umfunktioniert. Die Gottesdienste werden dann auch immer besonders gestaltet und besonders ausgeschrieben und sind relativ gut angenommen. Sie haben sich bei der Gestaltung der Kapelle mit eingebracht. Was war denn die Idee dahinter? Ja, Pfarrer Eckel und ich, wir haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass immer ein guter Bezug zur Situation des Hauses hier gegeben ist. Wir haben hier im Haus eben sehr viele schwerverletzte Schädelhirnpatienten. Wenn man von der Tür reinkommt und eben auf den Flügelaltar blickt, dann sieht man den brennenden Dornbusch mit dem Zuspruch, ich werde da sein, aber in der Übersetzung von Martin Buber, als der ich da sein werde. Also in einer großen Unverfügbarkeit auch. Viele Patienten hier im Haus haben ja bitte erfahren müssen, wie gefährdet das Leben sein kann. Und diesen Gedanken hat der Künstler Konrad Risch aufgegriffen bei seiner sehr modernen Pietà. Sie zeigt den geschundenen Körper Christi, der einfach ganz stark auf die Verletzlichkeit des Lebens hinweist. Und auch der Altar von Holger Bollinger hat diesen Gedanken aufgegriffen. Er hat bewusst rissiges Holz verwendet, das eben die Brüchigkeit des Lebens widerspiegeln soll. Beim Verlassen der Kapelle fällt der Blick ganz unwillkürlich auf den Trostspruch aus der Offenbarung. Gott wird wegwischen jede Träne von ihren Augen. Vielleicht können die Patienten mit diesem Blick einfach etwas gestärkter in ihren Alltag zurückgehen. Die Kapelle ist der heiligen Anna Schäffer geweiht und hier findet sich auch eine besondere Darstellung zu dieser Fürsprecherin. Und die schauen wir uns jetzt auch noch an. Warum hat man sich bewusst für Anna Schäffer als Patronin der Kapelle entschieden? Anna Schäffer hat in einer tiefen Gläubigkeit über Jahrzehnte ihre schwere Krankheit ertragen. Sie hat sich bei einem Unfall sehr schwer verblüht und war eigentlich zeitlebens ans Bett gefesselt. Aber in ihrer Krankheit hat sie sehr vielen Menschen in Not Kraft und Mut geben können. Dadurch ist sie auch für viele Patienten hier im Haus ein Vorbild. Wie hat man versucht, ihr Schicksal hier bildlich darzustellen? Die Bildtafel ist in Kreuzform gestaltet. Das Kreuz zeigt den schweren Weg der Anna Schäffer auf. Die beiden Querbalken deuten an, dass ihr Leben durchkreuzt worden ist. Ihr Leben war eingeengt wie in einem Schraubstock. Aber trotz des Leides war es ein sehr wertvolles Leben, was dann die Fassung in Gold wiedergeben soll. Sie sind fast 20 Jahre als Klinikseelsorger tätig. Was bedeutet Ihnen denn die Klinikkapelle persönlich? Ja, die Kapelle mit all ihren Verweisen erinnert mich immer wieder daran, dass die Brüchigkeit und Verletzlichkeit auch zum Leben gehört, dass aber auch in Brüchigkeit und Krankheit ganz intensives und wertvolles Leben verspürt werden kann. Die Krankheit muss nicht das letzte Wort haben. Die Klinikkapelle in Kipfenberg ist nicht nur für die Patienten ein besonderer Ort, sondern wegen ihrer Gestaltung auch für gesunde Menschen immer einen Besuch wert. Und damit gebe ich zurück ins Studio.